Geht keiner ran? Ah doch, hi Violetta, hier ist Romy. Du glaubst nicht, was passiert ist. Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, nein. Raoul, der hat mir einen Heiratsantrag gemacht und wir werden heiraten. Ja, total schön, oder? Und ich wollte fragen, ob du meine Trauzeugin werden möchtest. Und hier in Playmobil City findet demnächst so eine Brautmodenschau statt. Und da möchte ich so gerne hingehen und mir ein tolles Kleid aussuchen. Hast du Lust mitzukommen? Super! Romy, hi! Ich habe mich so über deinen Anruf gefreut. Ach, ich find's so schön, dass du da bist. Komm doch rein, wir haben noch einen Moment. Noch geht's nicht los. Wollen wir eine Limonade noch trinken vorher? Ach, gerne, ich bin ganz schön durstig. Ich bin ein bisschen gerannt. Komm, wir gehen in die Küche. Ich bin wirklich so gerannt. Ich habe mich so beeilt. Ich hatte Angst, zu spät zu kommen. Ich war noch nie Trauzeugin bei jemandem. Soll ich dir was verraten, Violetta? Ich habe auch noch nie geheiratet. Was meinst du, wie aufgeregt ich bin? Lecker. Finde ich auch. Das ist selbstgemachte Limonade. Total frisch. Du, erzähl doch mal jetzt endlich, Romy. Wie hat er dir den Antrag gemacht? Oh, Violetta, das war so romantisch. Wir waren schick essen und dann kam wirklich eine riesen Überraschung. Und er hat dann mir diesen Ring gegeben und ich kann es gar nicht beschreiben. Es war einfach der tollste Moment. Und wir sind immer noch total glücklich und lieben uns und sind verliebt und haben eine tolle Wohnung. Und besser kann es gar nicht laufen. Und jetzt heiraten wir auch noch. Das klingt so toll alles, Romy. Und habt ihr schon Pläne? Wo heiratet ihr denn? Hier in Playmobil City oder in Playmobil Country? Ach, ich glaube, da sind wir uns noch gar nicht so einig, aber ich denke mal in Playmobil City, weil hier sind auch die meisten von Raouls Freunden und Bekannten und Gabi ist ja auch hier und die ganzen Model-Kolleginnen und Kollegen und ich denke schon Playmobil City. Doch. Na los, also, ich bin echt gespannt, was da für Kleider sind auf dieser Modenschau. Ob da was dabei ist für mich? Ich bin auch total gespannt und fahren wir mit dem Porsche? Ja! Ist der etwa wieder heile? Du hattest den noch im Finale kaputt gefahren. Ja, alles wieder in Ordnung. Das war echt ein Riesending. Total die Blamage im Fernsehen. Mann, oh Mann. Du, Romy, ich muss zugeben, ich hätte niemals gedacht, dass Raoul und du mal zusammenkommen. Ich auch nicht. Vor allem, als ich ihn umgefahren habe. Oh Mann. Nach diesem Crash. Ja, aber so fing unsere Liebesgeschichte an. Also steig ein, los geht's. Hallo, herzlich willkommen, kommen Sie doch rein. Oh, gerne, oh, ihr seht so schön aus. Richtig toll, wie der Laden zurechtgemacht wurde für die Modenschau. Ja, wir haben alles richtig schön dekoriert. Schon seit 2 Tagen sind wir hier dran und ja, wir sind stolz. Ist schön geworden. Und gleich sehen Sie natürlich dann auch noch die Brautmode. Die Models machen sich schon fertig im Hintergrund. Ich bin so gespannt, es wird super, Violetta. Ich bin auch total gespannt. Ach, es wird so schön. Da werde ich doch ein bisschen neidisch. Ich würde auch gerne heiraten. Und jetzt geht's los mit unserer Brautmodenschau. Als erstes kommen ein paar wunderschöne Brautkleider. Und zum Schluss sehen wir auch noch, was bei den Männern in diesem Jahr angesagt ist. Als erstes sehen wir hier ein relativ schlichtes Kleid, ein schlanker Schnitt und nur ein paar kleine Blumendetails. Dazu weiße Handschuhe und ein Schleier am Hinterkopf. Romy, schau mal, wie gefällt dir das? Also mir ist das ein bisschen zu schlicht, muss ich sagen. Ich möchte irgendwie was haben, was eher prinzessinnenhaft ist. So richtig romantisch und verspielt. Romy, da kommt die nächste. Wie findest du das? Ich weiß nicht. Also dieses Kleid, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, das habe ich selbst in meinem Kleiderschrank. Das ist doch ein Abendkleid und kein Hochzeitskleid. Also ich würde sowas niemals bei meiner Hochzeit tragen. Total ungeeignet. Wow! So, liebe Zuschauerinnen, ihr seht jetzt hier ein ganz besonders schickes, verziertes Kleid mit ein paar Silberdetails und einem sehr, sehr langen Schleier. Also das gefällt mir schon eher, aber irgendwie farblich nicht ganz meins. Dieser Schleier ist ja auch sehr, sehr unpraktisch. Nachher tritt da jemand drauf und dann hast du die ganze Frisur hin. Ach, nee. Also schon eher meine Richtung. Schön prinzessinnenhaft, das gefällt mir. So, als nächstes ein wunderschönes Kleid. Ich würde sagen, ein Hippie-Kleid. Tolle Blumendetails, einen Blumenkranz auf dem Kopf. Sonst eher schlicht gehalten. Also die Blumen gefallen mir irgendwie ganz gut. Das ist irgendwie total verspielt, so wie so ein kleines Blumenmädchen. Aber zur Hochzeit? Ach, ich weiß nicht. Der Schleier passt irgendwie nicht so dazu. Was meinst du, Violetta?
Ist die Frau eigentlich auch barfuß? Stimmt, ein Hippie. Als nächstes möchte ich Ihnen eine schulterfreie Variante präsentieren. Dazu auch lange Handschuhe und wieder ein Schleier, der am Hinterkopf an den Haaren befestigt wird. Das gefällt mir schon ganz gut. Vor allem, dass es so am Knöchel so ausgeschnitten ist. Und dann auch die Schuhe dazu, so kleine Ballerinas. Doch, und auch der Blumenstrauß. Och, ich kann mir es schon richtig gut vorstellen, eine Braut zu sein. Aber was wird Raoul am besten gefallen? Oh, ich weiß es nicht. Wow! Das gefällt mir total gut. Von allen Kleidern gefällt mir das am besten. Da hast du recht, Romy. Das sieht so toll aus und das könnte ich mir richtig gut mit deinen blonden Haaren zusammen vorstellen. Ja, findest du? Oh, das sieht so schön bei dir aus. Ja, ich glaube, ich würde noch ein paar verschiedene Details anbringen. Oder vielleicht auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel ein Schleier aus den anderen Kleidern. Ach, ich bin total hin und her gerissen, aber das haut mich schon ziemlich vom Hocker, das Kleid. So, das war's schon mit der Brautmode und jetzt sehen wir, was die Männer in diesem Jahr tragen. Oh, das ist auch sehr interessant. Der lilane Anzug würde Raoul bestimmt gut stehen. Ich meine, er trägt ja eigentlich die meiste Zeit lila. Eigentlich nur. Habe ich ihn jemals irgendwas anderes tragen sehen, außer was Lilanes? Also ich habe ihn auch nur mit lilanen Oberteilen in Erinnerung. Also könnte ich mir gut vorstellen bei ihm. Ja, ich denke auch. Bestimmt irgendwas Lilanes wird er tragen. Ich mag ja auch gerne lila. Und wer es ein bisschen extravaganter mag, der findet hier noch zwei tolle Outfits. Einmal mit Zylinder und kleiner Blume am Kragen oder ein komplett dunkelblau-lilaner Anzug. Wow, der gefällt mir richtig gut, dieser dunkelblaue. Ob Raoul den auch so gerne mag wie ich? Den könnte ich mir auf jeden Fall richtig gut bei ihm vorstellen. Wird ihm bestimmt super stehen. Und hier sehen wir nochmal all die schönen Outfits im Überblick. Wow, da fällt die Entscheidung wirklich schwierig, was ich zu meiner Hochzeit trage. So viele tolle Kleider. Und auch die Männermode hat mir echt gut gefallen. Vielleicht könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welches Brautkleid ihr für mich und welchen Anzug ihr für Raoul am besten findet. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Danke!